Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Railroad Corporation hier aus D-Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir hören gerade, wie die Waffen hergestellt wurden. Jetzt werden keine mehr hergestellt, denn die ersten Waffen sind auf dem Weg mit Zug Nummer 8. Wir werden Zug Nummer 8 mal verfolgen. Das machen wir mal aus. Und werden mal gucken, wie Zug Nummer 8 die ersten Waffen abliefert. Denn darum geht es jetzt, dass er das genau noch 10 Mal muss er das machen. In der Zeit, in der wir hier den Auftrag erfüllen müssen, da haben wir noch 800 Tage zur Zeit. Das ist, glaube ich, das ist nicht schlecht, also das, wenn wir das hinkriegen. Wir haben auch etliche andere Städte noch angebunden, werden jetzt aber auch noch unser Schienennetz dort erweitern und werden dort bauen, neue Züge drauf und. Da wird jetzt sicherlich noch einiges gehen, also wir werden die Städte noch miteinander verbinden, also Toledo wird noch mit angebunden an eine andere Stadt, beziehungsweise hauptsächlich Detroit dort oben, ich glaube ja Detroit heißt das. Da werden wir auf jeden Fall zwei Postzüge noch zu bringen, oder mindestens drei Postzüge, damit wir von jeder Stadt, die wir unten haben, einen Postzug da oben hoch haben. Das sollte sich dann auf jeden Fall nochmal so ein wenig ganz gut in unserer Vita tun. Aber wir fahren jetzt erstmal mit unserer wunderschönen T8 hier und begleiten sie auf dem Weg. Kamera kann ich leider nicht weiter ankippen. Schade. Auf dem Weg in Richtung das erste Mal nach Chatham Kent zu fahren und den Auftrag zu bedienen. Das Ganze kostet uns ziemlich viel Geld, hier den Auftrag zu bedienen, aber das macht ja nichts. So, jetzt sind wir hier, glaube ich, in Detroit, richtig? Ja, jetzt sind wir in Detroit angekommen und fahren gleich wunderbar mit den ersten Waffen über die Brücke hier. Das sieht doch sehr schön aus. So, machen wir gleich mal ein Foto davon. Hätte ich das darum wegmachen können. Naja, gut. Komm, machen wir hier nochmal ein Foto. Ja, zuckte mal ganz kurz beim Foto machen. Und die ersten Waffen werden hier oben jetzt am Bahndamm gefahren. Ach, hier, guck mal, schön zwischen den Bäumen durch. Das sieht doch auch sehr gut aus. Und kommen hier an und der Auftrag wird quasi bedient. Wir können natürlich am Ende hier keine Waffen mehr hinliefern. Also selbst wenn die Waffenlieferungsauftrag, wenn der fertig ist. Ich weiß auch nicht, ob denn, wenn der fertig ist, wir denn überhaupt noch irgendwas machen müssen in der Richtung. So. Waffen werden geliefert, kostet uns nur Geld, aber die ersten beiden sind dort von 20. Das muss noch ganze 10 Mal probieren oder funktionieren. Und dann ist das alles toll. Wir werden jetzt noch Gleise legen, die Cleveland mit Detroit verbinden, die Caton mit Detroit verbinden und die auch Columbus mit Detroit verbinden. Da bin ich jetzt erstmal, obwohl eigentlich haben wir ja ein Gleis, was das miteinander verbindet, nur das Problem ist, es ist nur ein Gleis. Da werden wir jetzt also quasi mal ein Parallelgleise hier dazwischen legen jetzt überall, damit wir nach Detroit quasi mit mehreren Zügen gleichzeitig kommen, in der Hoffnung, dass das einigermaßen funktioniert. Also, Eisbau ist mal wieder angesagt. Das kennen wir ja schon, das machen wir ja auch gerne. Das ist schon wieder raus, dass ich hier nicht sauber rauskomme. So, könnte was sagen hier. Das könnt ihr mir doch nicht antun, dass ich hier nicht sauber rauskomme. So. Schön entlang. Bis dahin. So, bestätigen. Abbrechen. So. Machen wir schon den nächsten Bahnhof. Bestätigen. Dann hier wieder raus. Uns da mal parallel entlang legen hier. Das ist ein teures Stück. Sehr viel Erdarbeiten werden dort nötig sein. So, und unsere Waffenfabrik ist fleißig dabei, Waffen herzustellen. Eine steile Kurve, sagt er. Nochmal rückgängig. Bestätigen. So, dann haben wir hier nämlich zwei Gleise. So, dann können wir nämlich jetzt hier quasi mal so einen Bogen reinziehen. So ein trapezförmiges Stückchen machen und dann gehen wir von hier aus dann zweigleisig weiter in Richtung
unserer nächsten großen Kreuzung hier. Bestätigen. Dann haben wir hier wieder ein Stück, wo es dann eingleisig wird. Na gut, hier hinten müssen sie sich dann ein bisschen durchorganisieren. Gut, aber wir haben auf jeden Fall jetzt theoretisch die Möglichkeit, ne, hier ist jetzt so ein kleiner Engpass, wo er sich dann durchwurschteln muss. Und er kommt von hier nicht auf das Gleis. Das ist natürlich auch nicht gut. Das müssen wir ihm auch noch ermöglichen, dass er die Gleise hier mit benutzt. Das hat jetzt gar nichts gebracht, aber Geld gekostet. So, dass er so rum raus kann und dass er auch so rum dann einmal hier das Gleis wechseln kann. Wenn er denn möchte. So, dann ist glaube ich so ziemlich alles miteinander verbunden, dann könnte er das hinkriegen. So, jetzt müssten wir eigentlich die Post sauber von dort nach da kriegen. Hier müsste er sich noch durch organisieren, hier durch das Grösel, und dann machen wir hier noch einen Parallelgleis drauf. Das wäre eigentlich noch ganz cool, wenn wir hier noch ein Parallelgleis kriegen. Kann ich hier nochmal raus? Jetzt hat er noch meine Firma nochmal um, ne? Macht aber nichts. Abbrechen. Ah, da hat er sich schon wieder ein bisschen... Hat er das Gleis schon wieder gleich draufgelegt mit. Das soll er eigentlich nicht machen. So, wir wollen ja da dann parallel erstmal hier runter. So, und da dann rein. Und wir müssen dann hier oben nochmal einmal ein Gleis, was hier oben durch, das könnt ihr durchaus auch durch Zendust die laufen, und dann könnte man auf der Seite von Toledo rum, hier oben ran. Ja, das könnte man auch machen, ne? Ist Toledo zwar nicht mit angebunden, aber das macht ja erstmal nichts. So, dann müssen wir dann hier oben aus Detroit nochmal raus. Weiter. Hier hinten rum. In Richtung Detroit. Mit auf das Gleis drauf hier. So. Bestätigen. Neuer Vertrag Kohle. Okay. So, und jetzt können wir dann die Züge dementsprechend machen, die das dann fahren, so, oder fahren sollten. Warte mal, wir können ja, na gut, das fährt dann hier unten rum, das ist nicht weiter schlimm, dann sind hier immer ein paar mehr Gleise, ein paar mehr Züge unterwegs. Ist hier denn irgendwas übervorrätig? Nö, eigentlich nicht, sieht gut aus. Toledo verlangt nur noch Fleisch, das ist auch okay, das können sie ja machen. Interessiert mich erstmal nicht weiter, das haben wir nicht weiter mit angebunden. Stehen irgendwelche Züge irgendwie sinnlos rum gerade? Eigentlich sieht das nicht so aus, ne? Also hier hinten wird fleißig gefahren. Gut, alles klar. Wir haben 600.000 auf der hohen Kante. Obwohl wir jetzt richtig viel Strecke gebaut haben noch. Mein liebster Freund. Nur wieder. 100.000 will er schon wieder haben. Gottes Willen. Mein liebster Freund, wenn Sie sicher... Wie Sie sicher wissen, ist das Glück nicht von Dauer. Es ist flüchtig. Wie eine Brise am Meeresstrand. Aber jetzt ist es nicht in der Zeit für Rührseligkeiten. Fast schon poetisch finden Sie nicht auch. Mein wundervolles Abenteuer mit Mr. Falippi sucht mich immer heim, noch immer heim. Ich brauche noch einmal 100.000, 180 Tagen, können Sie mir den Gefallen tun. Ich möchte mich wirklich woanders nach dem Geld umsehen müssen. Achso, er möchte nicht woanders gucken wollen. Na gut, dann akzeptieren wir, haben wir 100.000 weniger. Also mit diesem Geschäftsführer, mit diesem Chef da nebenbei, Mensch, der kostet mich ja mehr Geld als alles andere, ne? So, gut, jetzt machen wir hier eine Jarvis, jucke ich. Und zwar soll die als erstes hier hinfahren. Laden. Nimm ruhig viermal Post mit. Und dann nach Detroit entladen.
Geh mal Post, laden. Geh mal Post, entladen. Viermal Post, bestätigen. So, der Zug, der fährt auf jeden Fall schon mal ganz gut. Wir müssen dann mal ganz kurz, wo sage ich das denn? Ach, dann, ja, dann muss hier doch Cleveland ausgebaut werden. Ist eigentlich kein Problem, können wir ja mal machen. Eine Werkstatt bauen, eine Beschleunigungsstation bauen und eine Kohlelager bauen. Und dann könnte ich der T9 sagen, dass sie hier jedes Mal, wenn sie da ist, repariert werden soll. So. Gut, das haben wir schon mal geschafft. Dann brauche ich jetzt einen weiteren Zug. Meine Jarvis nehmen wir, die in Caton laden soll. Ah, dreimal Post, oder? So viel Post kriegen wir hier dann gar nicht mehr raus, ne? Na. Gut, dann machen wir hier Personenverkehr. Vier Personen, die nicht entladen. Laden. Machen wir hier vier Personen. Und damit sollst du durchfahren bis nach, ja, Detroit. Entladen. Vier Personen, laden. Viermal Post, entladen. Viermal Post, dort repariert werden die das mal. Bestätigen. So. Der Zug ist auch unterwegs. Und dann müssen wir noch einen Zug machen. Und eine Bahn kaufen. Noch eine Jarvis. Ich habe gar nicht geforscht in dieser Folge, ne? In dieser. Oh, das ist natürlich auch bitter. Da muss ich natürlich auch noch dran denken, dass ich da vielleicht jetzt in die Forschung noch ein bisschen was investiere. So, nee, nicht nach Caton, sondern du sollst als erstes fahren nach Columbus. Warte mal, Route. Columbus, laden. Viermal Post, entladen. Viermal Post, fahre nach Detroit, entladen. Viermal Post, laden. Viermal Post bestätigen. So, und dann müssen wir hier noch wieder eine Stadt ausbauen. Da wird dann Columbus hier ausgebaut. Ausbauen, ausbauen. Für eine Werkstatt. Für eine. Das sind Kohlelager. Beschleunigungsstation. Und dann kriegt hier T11 gesagt: Jedes Mal, wenn du da bist, kannst du dich gerne reparieren lassen. So. Gut, das sollte uns dann auch wieder Geld bringen. Ich weiß gar nicht, die T9, ach, jetzt ist sie schon da. Jetzt habe ich nicht gesehen, was sie an Geld gebracht hat. Kann ich das hier irgendwo sehen, was sie an Geld gebracht hat? Arten. Unterhalt, Leistung, Laufleistung. Nee. Steht nicht dabei. Okay, gut, naja. Ist auch nicht weiter schlimm. Werden wir schon irgendwo rausfinden. So, ach hier, Berichte. Quartal laufend, also Finanzen laufen gut. So, was war jetzt, wo ich noch was machen wollte? Irgendwas hatte ich noch gesagt. Achso, Forschung wollte ich unbedingt machen, genau. Ich muss mal eine Forschungsabteilung bauen und die auch relativ groß gleich, damit da richtig noch was geht. So, Büro. Ich möchte gerne auch eine bauen, benötige Platz, Platz, Platz kriegen wir hier hin. Forschungsabteilung bauen, bauen, bauen. So, und jetzt können wir forschen. Jetzt haben wir 20 Forscher. Wir müssen nämlich gucken, da gibt es wahrscheinlich schon wieder eine neue Lokomotive. Maxgeschwindigkeit aller Lokomotiven in Amerika gibt es hier. American. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Kann ich die schon erforschen? Nein, kann ich noch nicht. Kann ich auch nicht. Muss ich die erstmal erforschen hier mit allem, was ich habe. Die Memon. Leistung. Okay, was hat die hier? Die hat Leistung 73, PS, Zugkraft 110 Tonnen. Laufleistung, Treibstoffverbrauch und Geschwindigkeit 62 km/h. Ja, die müssen wir unbedingt hier erforschen und dann müssen wir hier mal alles dran erforschen an der American. Das wird dann das nächste Zugpferd nach der Jarvis. Obwohl, die Pioneer hätte ich eigentlich auch kaufen können. Habe ich doch immer, ne? Jarvis ist doch die Pioneer, ne? Der wird ja. Die habe ich ja schon vollkommen kaputt auf der Strecke liegen geblieben. T8? Oh, das ist aber nicht gut. Momentchen. Okay. T8, hast du keine Reparaturstation, T8? Ah ja, okay. Das war nicht sauber bestätigt. Okay, gut. Na ja, gut. Dann T8 ist natürlich auch noch die uns hier die Kanonen hochfährt. Aber sie hat schon viel gefahren, ist jetzt dabei, die 6. zu fahren.
Das ist schon mal ganz gut. So, das heißt also, die Forschung sollte hier jetzt auch relativ schnell vorangehen. Mit allen Leuten, die wir haben. Damit wir hier schnell durchkommen, dann machen wir nämlich das hier, erhöhen Langlebigkeit aller Lokomotiven, und dann werden wir die American noch erforschen und gucken, hoffen, dass wir das noch hinkriegen. Aber das sollte eigentlich sich ausgehen. So, gut. Also, da haben wir natürlich lange jetzt gepennt, muss ich sagen. Wir können ja mal gucken beim Personal, was gibt es noch schönes, Erdarbeiten und Raum, Gewinn durch Passagiertransporte. Füllen wir mal ein. Kohlekaufpreis, Ölkaufpreis verringert, also zwei Kaufpreise verringert, das ist schon nicht schlecht, ne? Aber naja, gut, Gehalt monatlich. Wiegen Erdarbeiten 5%. Naja, gut. So. Können wir ja mal gucken, wenn wir das hier nochmal ausbauen. Sieht das auch größer aus? Was haben wir hier noch? Was können wir noch bauen? Wir können auch die Handelsmission bauen. Naja, gut, das braucht man jetzt erstmal nicht. Kann man nicht upgraden? Das kann man auch nicht upgraden. Okay. Ich kann hier unser Büro nochmal upgraden. Das war ein ganz großes. Haben wir die Errungenschaft hier freigeschalten für unser Top-Büro. Gut, warte mal, das müssen wir mal so hindrehen, dass wir vielleicht Skaten oder so nicht damit drin sehen alles. So, so sieht's schön aus. Unser Bürotower. So, das sieht ja gut aus. Das können wir doch mal abfotografieren hier. Für diese Folge. Gut, die ist dann jetzt auch zu Ende. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen. Wir haben jetzt sehr, sehr, sehr viel Posttransporte, also beziehungsweise wir haben jetzt Detroit eigentlich angebunden mit Personen und Post, und da sehen wir auch, da kriegen wir 14.000 pro Post. Also das bringt uns richtig Geld dort hinten. Wir müssen die Waffenlieferung, wird jetzt natürlich noch gemacht. Der Zug, der wird jetzt dort anhalten und wird natürlich dann in Lima beim nächsten Mal ordentlich reparieren. Wir haben, hier liegen sogar zwei Waffen auf Lager. Das theoretisch müssten wir den Zug, könnte man den vielleicht sogar verlängern. Und wir müssen bei der Forschung natürlich jetzt so fleißig aufpassen. Starten und alles, was ich habe, da rein. Und dann ist das auch relativ schnell hier fertig. 16 Tage ist das durchgeforscht. Gut, wunderbar. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.